Nochmal ein großes Danke an Mannheim für diesen wunderbaren Aufzug. Die korrupten Politiker glauben, dass sie uns für dumm verkaufen können. Sie glauben, dass sie jetzt mit etwas Zuckerbrot uns davon abhalten können, auf die Straße zu gehen. Dass wir uns zufrieden geben mit den neu gewonnenen Rechten. Aber nein! Aber werden weiter auf die Straße gehen. Danke sehr. Aber natürlich wissen wir alle, dass auf die Straße gehen zu dürfen, ohne Maske, nicht unser Endziel ist. Nein, unser Ziel ist das dauerhafte Ende aller Maßnahmen. Und unser Ziel ist die Strafverfolgung der Verbrecher, die hier mit psychologischer Kriegsführung die Bevölkerung klein gehalten haben, Leute in die Angst, Einsamkeit und in den Suizid getrieben haben. Die Verbrecher, die die Lebenserwartung unserer Kinder reduzieren, indem sie in den wichtigsten Entwicklungsstadien ihnen massivste soziale und psychische Schäden zugefügt haben. In einem Rechtsstaat, der funktioniert und der keine Defekte hat, hätte die Politik, bevor sie irgendwelche Maßnahmen herbeiführt, beweisen müssen, dass diese Maßnahmen notwendig sind. Sie hat das unterlassen. Aber jetzt spätestens, wenn die Politiker wirklich um das Wohl des Volkes bemüht wären, wäre es in ihrem Interesse, eine Analyse zu machen. Welche Maßnahme hat was gebracht? Oder welche Maßnahme hat mehr geschadet, als sie genutzt hat? Diese Kosten-Nutzen-Analyse fordern wir ein. Die Politik wird sich jedoch mit Händen und Füßen gegen diese Analyse wehren, weil sie ahnen können mittlerweile, wenn sie nicht komplett inkompetent und blind sind, dass die Maßnahmen mehr Leid, mehr Gesundheitskosten verursacht haben, als die Gesundheit geschützt haben und Leid erspart haben. Und deswegen müssen wir mit Nachdruck dranbleiben. Wir haben ein großes Problem dabei noch zusätzlich. Wir haben eine große Blockpartei, die zusammenhält. Oppositionskräfte sind rar. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir als außerparlamentarische Opposition dranbleiben. Denn die Opposition im Bundestag ist lächerlich. In der Debatte im Bundestag zur Impfpflicht wurde Karl Lauterbach dafür kritisiert, dass er falsche Angaben macht, bewusst Tatsachen verdreht und lügt. Er wurde als Lügner bezeichnet.
Was war seine Antwort darauf? Statt auf die Kritik einzugehen, hat er sich arrogant und selbstgerecht hingestellt und gesagt, also wir von den demokratischen Parteien, und ich rede hier also für alle demokratischen Parteien, außer der AfD, wir lügen nicht. Dafür gab es vom ganzen Parlament, auch von der Opposition, auch von der Linken, auch von der CDU, Applaus. Eine Opposition, die einen Lügenbaron wie Karl Lauterbach deckt, ist keine Opposition. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, die außerparlamentarische Opposition zu stellen und weiter dran zu bleiben.